Gut. Ja, liebe Pressevertreter, liebe Fans der HSG Wetzlar, herzlich willkommen zur heutigen etwas ungewöhnlichen und außerordentlichen Pressekonferenz der HSG Wetzlar. Vielen Dank für euer Erscheinen und auch, dass ihr an den Bildschirmen dabei seid. Heute wollen wir präsentieren, wie sich die HSG Wetzlar im sportlichen Bereich für die Zukunft aufstellt, um die doch wirklich vielfältigen Herausforderungen, die da auf uns zukommen, bestmöglich zu meistern. Sportlich und unternehmerisch haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten unsere Hausaufgaben gemacht. Die Mannschaft spielt eine tolle Saison in der Handball-Bundesliga und auch die Lizenzunterlagen waren dementsprechend, dass wir die Lizenz für die 25. Erstligasaison der HSG Wetzlar in Folge bekommen haben. Das ist ein beachtliches Jubiläum, von dem zu Beginn der Erstligareise Ende der 90er Jahre sicherlich die wenigsten zu träumen gewagt hätten. Und das wollen wir in der kommenden Saison natürlich auch mit vielen Besonderheiten gemeinsam mit unseren Fans und Partnern feiern. 25 Jahre erste Liga heißt neben aller Freude aber auch viel Verantwortung. Verantwortung für über viele Jahre gewachsene Strukturen, Verantwortung für unsere tollen Fans, unsere Partner und Sponsoren und allen voran natürlich auch für unsere treuen Mitarbeiter, also zusammengefasst für Menschen. Und Verantwortung für den Handballstandort hier in Wetzlar und auch diese stimmungsgewaltige Buderus Arena. Wir leben gemeinsam in turbulenten Zeiten und manchen würden es auch sagen, es sind unschöne Zeiten. Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine und auch die Inflation, all das hat Auswirkungen auf uns und somit natürlich auch Auswirkungen auf die HSG Wetzlar. Und warum sage ich das? Wir sind abhängig vom Zuspruch der Menschen, abhängig von der Unterstützung aus der Region, ihrer Firmen und ihrer Bürgerinnen und Bürger. Und genau in solchen Zeiten braucht man Stabilität. Es sind Zeiten der Ungewissheit, der Instabilität in allen Bereichen. Und wir brauchen als HSG Wetzlar Kontinuität, Verlässlichkeit und Planbarkeit, gepaart mit dem höchstmöglichen Anspruch an Professionalität, Qualität und vor allem Identifikation. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir heute im sportlichen Bereich Personalentscheidungen präsentieren können, die uns auf der Kommandobrücke breiter aufstellen, die uns effizienter machen werden und mit denen wir sehr positiv in die Zukunft schauen können. Und das Wichtigste für mich an dieser Stelle ist, alle Positionen haben wir aus uns selbst heraus besetzt und nicht durch externe Kräfte besetzen müssen, weil wir ein Vertrauen in unsere Mitarbeiter haben und in das, was hier über viele Jahre gewachsen ist. Ich möchte gerne an erster Stelle mitteilen, dass wir ab dem Juli 2022 die Position des sportlichen Leiters besetzen werden. Viele von Ihnen, viele von euch haben uns über viele Jahre gefragt, warum diese Position verwaist ist. Das hat gute Gründe gehabt. Und jetzt haben wir ebenso gute Gründe, diese Position neu zu besetzen. Und sie wird besetzt von Jasmin Kamtic. Jasmin arbeitet seit 11 Jahren für unseren Club. Alle wissen das, er war Co- und Torwarttrainer, unglaublich erfolgreich, hat seit einigen Jahren auch die Abteilung Scouting geleitet. Auch da haben wir seine Arbeit sehr schätzen gelernt. Er ist ein Mitarbeiter, der sehr analytisch arbeitet, unglaublich loyal ist und dem man einfach immer ein offenes Gespräch führen kann. Und genau deshalb war er auch der einzig Vorstellbare in dieser Position für die HSG Wetzlar. Die Aufgabe wurde mehr oder weniger für ihn geschaffen und wir haben ihm diese Aufgabe als sportlicher Leiter offiziell ab dem 1. Juli übertragen. Ich glaube, jeder, der im Sport arbeitet, weiß, dass das nicht an einem Datum beginnt, sondern dass die Arbeit viel früher einsetzt und alle Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, auch über seinen Schreibtisch gelaufen sind. Was beinhaltet diese Aufgabe? Diese Aufgabe beinhaltet die verantwortliche Leitung und Kontrolle des sportlichen Bereichs, die Langfristplanung der Strukturen und des Mannschaftskaders, die tägliche Qualitätskontrolle im Team und ums Team herum, das Scouting, die Sichtung von nationalen und internationalen Talenten, die Zusammenarbeit mit den Trägervereinen in Sachen Nachwuchsförderung und mit Kooperationspartnern und natürlich auch weiterhin das Training mit den Torhütern. Denn da haben wir, glaube ich, den Besten in Europa und diese Stärke dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Was in Bezug auf die neu gestaltete Position des sportlichen Leiters gesagt werden muss, ist uns allen sehr, sehr wichtig ist,
dass auch weiterhin alle maßgeblichen Entscheidungen für die HSG Wetzlar in einem Führungskreis, das heißt mit der Geschäftsführung und mit den beiden Trainern, getroffen werden. Jaschko, und mir ist es wichtig, im gleichen Maße zu betonen, dass es keine One-Man-Show sein wird, sondern so, wie es sich für die HSG Wetzlar seit Jahren gehört, eine Entscheidung des Teams. Als weitere wichtige Entscheidung darf ich an dieser Stelle auch verkünden, dass wir den Arbeitsvertrag von Chefcoach Ben Matschke, der ursprünglich bis Ende kommender Saison gelaufen wäre, vorzeitig bis 30. Juni 2025 verlängert haben. Wir haben Ben in den vergangenen Monaten kennengelernt. Wir haben ihn als Perspektivtrainer verpflichtet und er hat sich unglaublich schnell eingearbeitet, toll integriert und wir sehen es alle Wochenende für Wochenende, wichtige Impulse in der Mannschaft, aber im ganzen Club gesetzt. Er ist ein unglaublich sympathischer Mensch, ein akribischer Arbeiter und ein guter Motivator. Dazu aufgeschlossen und somit jemand, mit dem man einfach unheimlich gerne zusammenarbeitet. Das von meiner Seite, aber das nehme ich auch von allen Mitarbeitern der HSG Wetzlar wahr. Und deshalb freuen wir uns, heute sagen zu können, wir haben mindestens noch 3 Spielzeiten gemeinsam. Die dritte wichtige Personalie an dieser Stelle, und auch darüber freuen wir uns ungemein, ist, dass uns Philipp Mirkulowski erhalten bleiben wird. Er wird ab der kommenden Saison die Position des Assistenztrainers besetzen. Philipp wird seine aktive Spielerkarriere mit dem Ende dieser Saison beenden und hat bei uns einen Assistenztrainervertrag bis 30. Juni 2024 unterschrieben. Wir sind der Auffassung, dass er perfekt in diese junge, international besetzte Mannschaft passt und aufgrund seiner internationalen Erfahrung eine große Hilfe für alle Spieler und vor allen Dingen aber auch für unseren Cheftrainer sein kann. Philipps Aufgaben bestehen darin, dass er Ben in allen Bereichen vollends unterstützt und allen voran auch die individuelle Weiterentwicklung der jungen Spieler befördert. Philipp ist seit vielen Jahren Spieler der HSG Wetzlar, ein unglaublich loyaler Mensch, ein Mensch, der die HSG Wetzlar absolut versteht und der meiner Meinung nach wie die Faust aufs Auge in dieses Trainerteam passt. Es ist auch ein offenes Geheimnis, dass ich mir die Tätigkeit als Co-Trainer schon viel früher hätte vorstellen können. Nunmehr werden wir diese Aufgabe vollends in Angriff nehmen, auch deshalb, weil Philipp seine sehr erfolgreiche Spielerkarriere mit dem Ende dieser Saison beenden wird. Mit all diesen Personalentscheidungen sehen wir unseren Club bestmöglich im sportlichen Bereich für die Zukunft aufgestellt, um mittelfristig erfolgreich zu sein. Was Erfolg für uns heißt, das definieren wir gerne selbst. Viele wollen es für uns definieren, aber da haben wir einen klaren Plan, wo wir hinwollen und wo wir hin müssen. Und dementsprechend freue ich mich heute, dass ich in Zukunft mit diesen drei Herren auf verantwortlicher Ebene zusammenarbeiten darf und sage vielen Dank und ja, viel Erfolg für die Zukunft. Und möchte an der Stelle als allererstes Jasmin Kamčić bitten, sein Statement zur neuen Aufgabe abzugeben. Dankeschön. Sein, ne? Besser. Wie ihr wisst schon, ich bin schon über 10 Jahre hier beim HSG Wetzlar und in ganzen dieser Zeit durfte ich erleben, ganze Entwicklung beim HSG Wetzlar, also nicht nur das Sportliche, was man an außen alles sieht, erfolgreich zu spielen, sondern durfte ich auch mitwirken oder erleben, die ganze Strukturentwicklung, Strategieentwicklung, arbeiten auf Image von Wetzlar in Deutschland, in Region, in Deutschland und weit, europaweit, wo sehr anerkannt ist unsere Arbeit, letzte 10 Jahre. Und in diese 10 Jahre, in diese Entwicklung, wo man sich so mitwirken durfte und erleben durfte, auch mein Weg hat sich so im Laufe der auch verändert, wo man in einen anderen Bereich reingerutscht ist und Scouting und Spiele anschauen und nicht nur in der Halle zu arbeiten. Die Zeit war sehr intensiv, also anstrengend.
und hat so intensive Zeit und viel Arbeit, sag mal so, ist auch, mein Weg hat sich auch geändert, wie gesagt schon, und ist Zeit gekommen, dass man so weniger in der Halle ist und mitwirkt oder entscheidet in andere Aufgabe bei dem Club, den ich sehr gut, wie gesagt, schon kennengelernt habe und weiß, was unsere Strategie, Image ist und wo wollen wir hin, das zu leiten mit unserem, sag mal so, tolle Trainerteam mit Ben, der aus meiner Sicht sehr, sehr passt in diese Strategie, was wir entwickelt haben. Und besonders die letzte Saison auch hat gezeigt, wo man viel Erfolge erlebt hat und wo wir uns befinden, eine sehr, sehr günstige Situation auf der Tabelle oder auf die Zukunft. Und mit Philipp auch, sag mal, den kenne ich schon 6 Jahre und kenne ich nur nicht von außen, sondern intern, was alles in der Lage ist, für Club zu geben und was alles gegeben hat in schwierigen Momenten, in guten Momenten, seine Einsätze, seine Loyalität und alles, was bezeichnet einen hervorragenden Sportler. Also mit diesen beiden und mit mir, denke ich, meine Aufgabe verstehe ich so, dass wir weiter das behalten, was wir entwickelt haben. Das Club bleibt interessant für junge Spieler, die hier kommen wollen und in gute Vereine weiterentwickeln können, die weiter eine Sprungbrett nutzen und in Spitzenvereine beenden und gleichzeitig auch erfolgreich zu spielen, was auch in der Bundesliga sehr wichtig ist. Ja, freue mich auf diese neue Aufgabe, verstehe ich so, und uns weiter zu entwickeln, stabilisieren und erfolgreich zu sein. Danke, Jaschko. Ben, tolle Nachrichten für unseren Club. Tolle Nachrichten auch für dich, glaube ich. Du fühlst dich hier wohl bei uns, das weiß ich. Dein Statement zur vorzeitigen Vertragsverlängerung, bitte. Ja, grüßt euch. ab Tag 1 hat sich das nicht nur gut angefühlt, sondern einfach auch schon davor in den täglichen Gesprächen, in Dingen, die man anspricht, wie man sie austauscht, wie man kommuniziert, Dinge, die vielleicht nicht gut laufen, dann versucht besser zu machen. Und da hatte ich schon vor dem 1. Juli 2022 einfach ein rundum gutes Gefühl. Vor dem 1. Juli 2021, bevor ich hier angefangen habe, ein rundum gutes Gefühl. Und dieses Jahr hat sich das einfach nur bestätigt. Und ich lerne diesen Traditionsverein, ich lerne diese Menschen jetzt mit dem Zurückkehren der Fans und gerade erst kennen. Und lerne die Sponsoren jetzt nach und nach langsam kennen. Und ich habe einfach so große Lust, große Spaß, hier weiter zu arbeiten und zusammen mit der Geschäftsführung, mit der sportlichen Leitung, zusammen mit Schuti. Und will einfach noch viele schöne Kapitel mit der HSG Wetzlar schreiben. Und ich freue mich nicht nur, dass das aus ein Stück weit aus der Emotion jetzt hier entstanden ist, weil wir jetzt gut dastehen oder was auch immer, sondern vielmehr ist es wirklich ein Produkt der täglichen Arbeit und der täglichen Kommunikation, dass man hier bereit ist, gemeinsam was aufzubauen, was zu entwickeln, für eine Entwicklung zu stehen. Und da möchte ich Teil davon sein. Und darüber freue ich mich sehr. Ich finde es herausragend oder finde es als großes Geschenk, dass die HSG Wetzlar in die letzte Bundesliga-Woche reingehen kann. Und es geht noch um was. Und wir sind in Headlines und die Mannschaft ist in den Headlines, in positiven Headlines. Und das ist super schön und ein Ergebnis von einer wirklich harten Arbeit jeden Tag. Und wir freuen uns mega auf die 3 Spiele, die noch kommen und auf die Zeit, die kommt. Björn hat es ja angesprochen, mindestens 3 Spielzeiten. Gehen wir es an. Ja. Danke, Ben. Philipp. Deine Spielerkarriere neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben noch 3 Spiele und im Heimspiel gegen Minden ist dann zumindest auf der Platte Schluss. Aber ich glaube, so wie ich dich kenne, ist die Vorfreude auf die neue Aufgabe mindestens genauso groß wie auf einen tollen Abschied im letzten Heimspiel. Ja, genau. Ich bin hier schon 7 Jahre in HSG Wetzlar. Ich freue mich sehr,
dass nach meiner Spielkarriere als Assistent in der HSG Wetzlar bleibe. Ich bin den Vereinverantwortlichen dankbar, dass sie mir eine Chance geben, mich als Trainer weiterzuentwickeln. Ich kenne Ben schon 10, 11 Monate lang. Er ist ein super Typ, super Charakter, ein großartiger Trainer. Und es wird mir eine Freude, ihn zu unterstützen. Nächste Saison werden wir eine der jüngsten Mannschaft in der Bundesliga. Es wird eine Ehre, meine Erfahrung und Handballkenntnisse weitergeben zu können. Unser Kader ist strategisch sehr gut zusammen vorgestellt und verspricht eine erfolgreiche Zukunft für die HSG Wetzlar. Ich hoffe, nächste Saison werden wir eine noch erfolgreiche Saison als dieses Jahr. Aber müssen wir gucken und weiterarbeiten. Danke. Danke, Philipp. Gut, kommen wir zu euren Fragen, die sicherlich da sein werden. Wartet bitte aufs Mikrofon, damit diejenigen, die zu Hause zuschauen, auch eure Frage hören. Dankeschön. Frage an dich, Björn. Diese Personalentscheidungen sind positiv zu bewerten, sehr positiv zu bewerten. Man muss schon sagen, sie sind konsequent gefällt worden, wenn man die Strategie der HSG kennt. Aber umso mehr überrascht es doch, unter welcher Eile sie jetzt getroffen wurde. Denn normalerweise werden solche personellen Dinge zum Saisonende bekannt gegeben. Und deshalb die Frage, was hat euch gejagt, kurzfristig diese Pressekonferenz heute anzusetzen? Wenn das der Eindruck ist, der bei dir entstanden ist, dann ist der, sorry, wenn ich das so sage, vollkommen falsch. Wir sind überhaupt nicht in Eile. Also wir führen diese Gespräche schon seit Monaten. Wir haben einen klaren Plan, eine klare Strategie und wir haben auch viel Klarheit schon vor einiger Zeit geschaffen. Wir haben mit Ben in den letzten Wochen ausgiebige Gespräche geführt und eigentlich von beiden Seiten das bestätigt bekommen, was wir alle gedacht haben. Und der Zeitpunkt heute ist eigentlich dahingehend gewählt aus zwei Gründen. Zum einen wollen wir volle Fokus und volle Konzentration auf die letzten Tage der Saison haben. Und wir wollen unseren Mitarbeitern und allen voran den drei, die hier auf dem Podium sitzen, mit dem Ende des letzten Spieltags einen ausgiebigen Urlaub gönnen, den sie ganz sicher brauchen. Allen voran Ben, weiß ich, dass er in der letzten Sommerpause gar keine Zeit hatte aufgrund seines Jobs, Nebenjobs, Hauptjobs, wie auch immer. Und deshalb ist dieser Termin heute festgelegt, aber jetzt ohne große Strategie. Wir hätten das auch vor zwei Wochen machen können. Also für uns ist das maßgeblich, ist vor dem Ende der Saison zu kommunizieren, damit Klarheit überall herrscht, weil es einfach sehr positive Nachrichten für die HSG Wetzlar sind. Und vielen Dank, dass du das auch so einschätzt, dass das ein elementar wichtiger Schritt ist. Eine Frage an Philipp. Jetzt kommen noch drei Spiele. Wie ist denn so das Gefühl, jetzt noch drei Spiele und dann ist da tatsächlich mal ein anderer Cut? Also gehen wir mal kurz nochmal auf den Spieler Mikulowski ein, aber das hast du jetzt gerade gar nicht so wirklich beschrieben, aber sag nochmal kurz was dazu vielleicht. Ja, ich habe nur drei Spiele in meiner Spielerkarriere, das freut mich sehr. Wir haben eine sehr erfolgreiche Saison gespielt, wir haben noch drei Spiele, wir versuchen alle drei zu gewinnen, das ist normal für einen Spieler und ich freue mich sehr auf diese sechste oder fünfte Platz zu erreichen. Jasmin, du hast gesagt, 10, 11 Jahre bei der HSG. Wenn ich mich zurückerinnere, hast du doch die Verbindung zur HSG oder dem TSV Dudenhofen war ja schon zu deiner Gelnhausener Zeit vorhanden. Hast du da schon im Kopf damit im Gedanken gespielt, irgendwann mal hier vor Anker zu gehen beim TSV Dudenhofen oder bei der HSG Wetzlar zu der Zeit?
Ich habe nicht ganz verstanden, jetzt Frage, Entschuldigung. Du warst 10 Jahre, 11 Jahre hier, aber zu deiner Gelnhäuser Zeit warst du ja schon sehr eng mit dem TSV Dudenhofen verbunden und mit den Verantwortlichen. War das da schon mal in deinem Kopf drin, dass du hier mal deine Zelte aufschlägst? Ich habe erst mal angefangen in Hüttenberg, 97, ja. Also näher war ich ein Jahr. Ja. Und damals war Aufstiegssaison von Dudenhofen Milchoshausen und hatte ich das Angebot, hier zu kommen als Spieler. Aber leider in dem Moment war diese Regel von 2 Ausländern, also nicht EU-Ausländer, und dann meine Chance war weg, als Torwart hier anzusteigen. Dann habe ich 13 Jahre war ich beim TV Gelnhausen. Also ich bin nicht derjenige, der oft gewechselt hat, und am gerne hätte ich geblieben, so wo ich bin, um etwas aufzubauen und langfristig zu arbeiten. In dieser Zeit in Gelnhausen habe ich nicht mehr gedacht, nach dieser verpassten Chance in der Bundesliga zu kommen. Aber 2011 habe meine A-Lizenz gemacht, und das war erste Generation mit A-Lizenz, die musste mal ein paar Wochen im Jahr weg sein. Dann habe ich meinen Trainerjob in Gelnhausen aufgegeben, aus dem Grund, und durch diese Freiheit, Zeitfreiheit, habe ich dann 2011 von HSG Wetzlar ein Angebot bekommen, als Torwarttrainer einzusteigen. Das war zufällig und nicht geplant, habe ich auch nicht gedacht, aber ist am Ende des Tages für mich, also persönlich, hoffe ich, wie Björn schon beschrieben hat, für HSG Wetzlar sehr, sehr gut gelaufen. Ja, Björn, eine Frage. Du hast eben davon gesprochen, dass ihr langfristige Pläne verfolgt, die ihr euch auch von keinem anderen verständlicherweise vorschreiben lasst. Vielleicht kannst du mal skizzieren, vielleicht ein paar Stichworte zu, wo siehst du die HSG in 3 Jahren, vielleicht sogar näher dran an den Spitzenvereinen? Kann man solche Pläne hegen? Vielleicht ein paar Stichworte dazu. Danke. Ich glaube, diese jetzige Zeit ist, also es ist eigentlich immer schwer für Clubs wie die HSG Wetzlar, Langfristplanungen aufzustellen. Und wenn du mich konkret danach fragst, wie unser 3-Jahres-Plan ist, dann ist das sicherlich schwer zu beschreiben zurzeit, weil wir in ganz unsicheren Zeiten sind. Wir hängen unglaublich viel von äußeren Einflüssen und äußeren Entscheidungen ab. Und dementsprechend wollen wir eher unsere Philosophie festigen, als dass wir jetzt klare Ziele formulieren. Denn natürlich kann es nicht unser Anspruch sein, an Spitzenclubs der Liga heranzurücken. Das ist nicht unser Anspruch. Was man das mit harter Arbeit, mit viel Fingerspitzengefühl, mit klugen Entscheidungen schaffen kann, sehen wir in dieser Saison. Aber ich glaube, es wäre vermessen, das als Anspruch zu definieren. Was wir wollen, das hat Jasmin gerade schon gesagt, wir wollen noch klarer unsere Philosophie rausarbeiten, dass sie in der Handballszene bekannt ist, dass sie sich da verfestigt, dass junge Spieler in Wetzlar sich entwickeln können, durch gute Trainer, durch gute Infrastruktur, durch einen klaren Plan, durch ein gutes Arbeiten mit ihnen, auch ein altersgerechtes Arbeiten mit ihnen. Das sind unsere Ziele, mit denen wir, wenn wir das gut machen, sicherlich in der Lage sind, langfristig diesen Erstligastandort zu erhalten. Und das sind die internen Ziele. Es geht nicht darum, vermessen nach außen zu gehen und zu sagen, das, was wir gerade haben, ist eine Selbstverständlichkeit. Das, was wir gerade haben, ist außergewöhnlich. Außergewöhnlich gut. Ein Stück weit eine Stärke, die wir gezeigt haben in dieser Runde, und ein Stück weit eine Schwäche anderer, die wir gerade genutzt haben. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass wir da stehen, wo wir stehen, und dass das Ziel ist, dieses Spiel jetzt zu gewinnen, um was möglich zu machen, ist ein Geschenk. Aber es darf nicht zum Anspruch werden, das wäre vollkommen falsch. Björn, aber nochmal dazu, vor 2 Jahren saßen wir hier, vor 26 Monaten, ihr habt die Neuausrichtung bekannt gegeben mit Verpflichtung von Ben und mit der Sendung von Kai. Da war dann die Kooperation mit Hüttenberg, die Nachwuchsförderung ein extremer oder ein wesentlicher Bestandteil. Davon habe ich jetzt nichts gehört. Kannst du dazu was sagen? Es ist ein zartes Pflänzchen, würde ich sagen. Also es ist sicherlich nicht aus den Augen gelangt, und es ist sicherlich auch eine absolute Notwendigkeit für beide Clubs, um langfristig eben das, was wir zurzeit haben, auch bewahren und halten zu können, dass man enger miteinander kooperiert. Ich kann so viel sagen, dass es hinter den Kulissen sehr intensive Gespräche diesbezüglich gibt, das zu intensivieren. Auch klare Bekenntnisse beider Clubs, das zu intensivieren. Und wir haben jetzt ein ganz zartes Pflänzchen
kann man im Frühjahr ja so beschreiben, was jetzt gerade aus dem Boden gesprossen ist, und wir werden es alle ein bisschen gießen, dass es wächst. Hat aber auch viel mit Vertrauen zu tun, und Vertrauen kann man nicht verordnen, das muss wachsen. Eine Frage an dich, Ben. Ihr habt eine Arbeitsteilung mit sportlicher Leitung, neu geschaffener Job und dir als Cheftrainer. Es gibt auch andere Beispiele in der Bundesliga, Magdeburg mal explizit genannt, wo Bennett Wiegert den Job, also er macht beides. Wäre das für dich denkbar gewesen, oder ist das vom Umfang her für dich eigentlich undenkbar gewesen, wegen deines Engagements noch im normalen Beruf, oder findest du diese Arbeitsteilung gerade gut so? Hängt ja immer davon ab, ob man, ich kenne es aus Ludwigshafen auch so, dass ich es allein gemacht habe. Es hängt ja immer davon ab, wo hat man Kompetenzen in einem Verein. Und ab Tag 1 war klar, dass wir einfach hier unglaubliche Kompetenzen haben mit Jasko, mit seinen Beziehungen. Nicht nur zu den Beratern, sondern auch wirklich zu allen Clubs in Europa. Plus dann meine Arbeit, dass man einfach sich von den Kompetenzen Gebrauch macht und dass man das nutzt im Sinne der HSG Wetzlar. Und das hat von Anfang an gut gepasst. Wir sind im täglichen Austausch in der Halle am Telefon. Also es ist ja nicht so, dass jeder hier seinen eigenen Bereich hat und da die Entscheidungen trifft, sondern dass wir wirklich, so wie wir jetzt hier sitzen, fast täglich zusammensitzen und uns austauschen, wo wir besser werden können, wo wir besser werden wollen, und wo wir vielleicht auch einen anderen Einblick mal haben, und was wirklich eine Bereicherung ist für jeden Einzelnen. Eine sieht das Glas mal halb voll, mal halb leer, das ändert sich in der täglichen Arbeitsweise miteinander, und das tut unheimlich gut, und deshalb bin ich froh, dass wir das so jetzt nach außen vielleicht für euch jetzt so aufteilen, aber intern das wirklich ineinander fließt. Frage an Ben. Du bist als akribischer Arbeiter bekannt. Nicht nur in der Halle, auch am Schreibtisch, besser gesagt am Schneidetisch, um die Videos zusammenzustellen. Das kostet enorm Zeit. Und jetzt die Frage, du hast noch einen zweiten Dienstherrn. Ist mit dem dein längeres Engagement in Wetzlar auch schon abgestimmt und entschieden? Das ist abgestimmt, und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich diesen einen Vormittag mal vielleicht nicht an Handball denke, und dass ich da jemanden anderes Klientel bzw. andere Interessengruppen vor mir sitzen habe. Und es ist eher für mich eine kurze Erholung und eine Bereicherung für den Kopf und für all das, was ich tue. Der Tag muss man noch sehen, da warten wir jetzt auch ein Stück weit die Spielpläne ab, die Kommunikation mit der Karl-Theodor-Schule Schwetzingen, mit dem, was ich mache, funktioniert seit 12 Jahren ausgezeichnet, und bin mir sicher, dass das auch weiterhin der Fall sein wird. Björn, die jetzt vollzogenen personellen Maßnahmen, kann man die auch interpretieren? Als in der Außendarstellung, dass die finanzielle Situation so solide ist, dass man das auch endlich leisten kann. In der Vergangenheit war es ja oftmals so, dass bestimmte Stellen nicht besetzt werden konnten, weil man aus wirtschaftlichen Gründen erst anders orientiert sein musste. Ich würde dem widersprechen, ehrlich gesagt. Die Position des sportlichen Leiters haben wir nicht deshalb nicht besetzt, weil wir sie uns nicht wirtschaftlich leisten wollten, sondern wir haben sie deshalb nicht besetzt, weil sie unserer Auffassung nach nicht notwendig war. Wir hatten und haben auch ein unglaubliches Know-how bei unseren Führungskräften, Trainer und Jaschko in welcher Funktion auch immer, gehabt. Und jemanden und vor allen Dingen auch ein sehr vertrauensvolles Zusammenarbeiten, was sich über sehr viele Jahre entsprechend entwickelt hat und jetzt auch wieder entwickelt. Und dementsprechend haben wir einfach keine Notwendigkeit gesehen, jemand Externes zu implementieren, der dann auch natürlich entsprechende Ansprüche stellt, entsprechende Eitelkeiten einbringt oder auch irgendwelche anderen Themen, Netzwerke einpflegt. Wir sind froh und stolz darüber immer gewesen, dass wir unabhängig sind, was wir auch weiterhin sind, auch in der neuen Konstellation von
irgendwelchen Beratern und oder etwaigen anderen Menschen. Und dementsprechend hat es damals nie was damit zu tun gehabt, dass wir uns das nicht leisten konnten, sondern wir wollten es uns einfach nicht leisten und zum Teil vielleicht auch nicht antun. Jaschko hat sich über diese vielen Jahre hin bewiesen, hat auch für sich selbst formuliert, dass er nicht mehr jeden Tag in der Halle stehen möchte. Das schon vor geraumer Zeit. Und dementsprechend haben wir zusammengesessen und über viele Monate überlegt, wie wir uns besser aufstellen können. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, diese Position des sportlichen Leiters ist nur deshalb entstanden, weil Jaschko auch ein paar, sagen wir mal, Veränderungen wollte. Ansonsten, wenn es nicht um Jaschko gegangen wäre, würden wir über keinen sportlichen Leiter sprechen. Gibt es noch weitere Fragen eurerseits? Ansonsten stehen wir natürlich gerne noch für Einzelgespräche zur Verfügung. Ich danke euch für euer Kommen und für euer Zuschauen und freue mich jetzt einfach auf das Ende der Saison, was eine besondere Herausforderung für uns werden wird, und auf die gute Zusammenarbeit mit allen drei hier am Podium in den nächsten Monaten und Jahren, worüber ich mir eigentlich sehr, sehr sicher bin. Dankeschön, schönen Tag noch. Ciao.